Hallo Freunde, hier ist Ariel und seine Hausmannskost. Heute mache ich mal mit euch eine griechische Härtenpfanne. So bezeichne ich sie einfach mal. Einfach eine schöne leckere Geschichte. Dazu gibt es noch so einen kleinen Joghurt-Dip, sowas Erfrischendes. Aber das werdet ihr ja gleich alles sehen. Die Zutaten. Wir brauchen Kartoffeln, also das wären nachher so Art bisschen Bratkartoffeln. Dafür nehme ich natürlich Pellkartoffeln. Die habe ich mir jetzt schon angesetzt. Einfach nur mit Salz und die pelle ich nachher ab. Des Weiteren brauchen wir Salami. Hier habe ich so ganz günstige Salami, die ist ab und zu mal, das sind dann so die Abschnitte. Und das kostet dann die doppelte der Menge 80 Cent. Und so haben wir immer ein günstiges zu essen und das kann man dafür gut verwenden. Also wie gesagt, die Kartoffeln, Salami, Zwiebeln, Paprika, Lauchzwiebeln, Knoblauch, Tomaten, Chilischoten, nur wer es scharf macht, so wie ich, wer es nicht scharf, der lässt es einfach weg. Zitrone brauche ich nachher fürs Joghurt hier als Dip. Dann haben wir hier Peperoni, die nicht so scharf sind, also die würde ich auf jeden Fall mit reinpacken. Oliven, ob grün oder schwarz, müsst ihr selber entscheiden. Und Paprikaschoten. Paprikaschoten, klar, habe ich hier gesagt. Und Herdenkäse. Ihr könnt auch so der Federkäse nehmen oder Ziegenkäse oder wie auch immer. Das sind so die Zutaten, die ich dafür verwende. Meistens mache ich das eigentlich, wenn ich Kartoffeln nachhabe. Dann ein bisschen Salami und Zwiebeln und Paprika zu, den Lauch. Und das ist dann eine ganz schnelle Geschichte. Jetzt heute, da mache ich das einfach mal, weil ich keine Kartoffeln habe, mache ich mir dann gleich so der Pellkartoffeln, die ich auch für Bratkartoffeln, so wie ich sie auch für Bratkartoffeln mache. Ja, das fängt jetzt an zu kochen. Das dauert jetzt eine Zeit lang. In der Zeit schnibbel ich mal das ganze Gemüse. Also Zwiebeln, Paprika. Das wird alles relativ grob geschnibbelt. Ich mache mir zum Beispiel die Paprika, um das mal einfach zu zeigen. Gehe ich einfach so runter. Und was sehe ich hier? Die ist vergammelt. Auf der einen Seite. Die ist total vergammelt. Kacke. Aber ich habe zum Glück noch eine. Da habe ich natürlich einen Fehlkauf gemacht. Aber da konnte ich nicht reingucken. Die sah fest aus. Also die hat mir nicht so gefallen. Gut. Ich hatte zum Glück zwei mir geholt. Muss ich mal den am Montag schnecken mit denen. Ob ich eine mir auch so ersetzt. Würde ich immer mal probieren, wenn ihr sowas mal habt. Weil ihr könnt die ja schlecht aufbewahren. Aber wenn man nicht zu oft kommt und der kennt euch, dann ist das eigentlich alles in Ordnung. So, wenn die Kartoffeln kochen, nehme ich mal eine Hitze runter. Dann sollen die vor sich hinkochen. Die Paprika, wie gesagt, einfach grob schnibbeln. Am besten so mundgerecht. Also ich persönlich finde es immer ganz toll, wenn man was sieht in der Pfanne. Man kann das natürlich auch alles ein bisschen feiner machen. Aber ich persönlich gehöre zu den Köchen, die das gern sehen möchten. Das bleibt natürlich Ihnen selber überlassen. Ihr könnt das auch richtig schön fein schnibbeln, wenn ihr möchtet. So, das ist jetzt Paprika. Die Zwiebel machen wir genauso. So, voilà. Das sind jetzt die Zwiebeln. Kartoffeln kochen in der Zeit. Zitrone brauche ich für den Joghurt, das zeige ich euch auch gleich noch. Die Tomaten fettel ich so am besten. Müsst ihr auch sehen, könnt ihr, oder halbieren einfach nur. Halbieren ist eine schöne Sache. Ich halbiere die einfach so. So, jetzt den Knoblauch. Den möchte ich auch
nicht ganz so fein haben in diesem Fall. Das wäre jetzt der Knoblauch. Die Tomaten, die Chilischote schneide ich mir weg, wenn ihr das nicht so scharf mögt, wie gesagt. Oder nicht abkönnt. Dann lasst die einfach weg. So, voilà. Jetzt brauchen wir uns einfach nur noch den Lauch zu schneiden. Und dann haben wir eigentlich alles fertig. Den Lauch. So, wir machen einfach hier unten die Blüten weg. Dann mache ich das Gummiband einmal kurz ab und wasche mir das. So, jetzt mache ich mir das Gummiband wieder ran, um das so zu schneiden. Und jetzt schneiden wir uns schön ein bisschen Lauch runter. Mehr brauche ich jetzt nicht, das reicht mir für die Pfanne. Den Rest packe ich mir weg. Mache ich mir morgen Rührei oder so. Ein bisschen kann da noch rein. Voilà. Und jetzt warten wir eigentlich nur noch, bis die Kartoffeln fertig sind und dann geht das los mit der Pfanne. Aber wir können in der Zwischenzeit schon mal den Joghurt anrühren. Einfach den Joghurt rausnehmen. Drücken wir uns ein wenig Zitrone aus. Ich kann euch immer nur sagen, wenn ihr Zitrone nehmt, dann gebe ich lieber ruhig schon mal 1-2 Cent mehr aus. Aber in der Regel habe ich auch wesentlich mehr Saft. So, jetzt machen wir uns hier im Joghurt ein bisschen Salz. Salz, Pfeffer und alles natürlich nach eurem Geschmack. Bisschen Zitrone rein. Bisschen durchrühren. Und dann kalt stellen. Ich mag das so gern, da ist eigentlich nicht viel dran. Das soll ja eigentlich auch nur wasserfrischendes sein nachher, weil das ja durch den Knoblauch, durch den Chili, durch die Salami, durch Peperoni und Oliven alles sehr kräftig ist, und da so einen leicht harmonischen Ausgleich zu finden. So, jetzt müssen wir noch warten auf die Kartoffeln. Die brauchen noch lange, wie gesagt, 20 Minuten in der Regel, also dauert das noch einen Moment. Die Pellkartoffeln sind jetzt fertig. Ich habe die schon ausgemacht. Jetzt kippe ich sie einfach nur ab. Stellen wir sie noch mal kurz drauf, so ein bisschen abdämpfen. So, jetzt lasse ich die ganz kurz abkühlen, aber nicht zu lange. Und dann pelle ich sie mir ab. Die Kartoffeln waren fertig. Ich habe schon den meisten Teil gepellt und geschnitten. Ich habe hier noch eine nach. Wer das noch nie gemacht hat, die Kartoffeln sind noch heiß, ihr könnt sehen, wie das qualmt, behaupte ich mal, dass man das sehen kann jetzt, durch die Kamera. Die qualmen richtig noch. Also, geht am besten, wenn man sie heiß pellt, und sonst macht euch die auf eine Gabel, piekt die auf eine Gabel auf und pellt die dann so ab. Ihr könnt das jetzt in Scheiben schneiden, ich habe das in Würfel geschnitten, weil ich das gerne so haben wollte. Also im Prinzip die kleineren Kartoffeln einfach nur gefettelt und die größeren gesechstelt. So, hier machen wir jetzt Feuer drauf. So, jetzt ist das eigentlich einfach.
Alle Zutaten kommen jetzt in der Pfanne, natürlich nicht zusammen. Und das Ganze machen wir mit Olivenöl. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis es heiß wird. Dazu legen wir uns eine Kartoffel rein und dann sehen wir das am besten. Eigentlich kann man sehen, wie die Kartoffeln richtig schön qualmen. Also damit ihr, ja, hier unten sieht man es ein bisschen besser. Da steigt das noch ein bisschen hoch. So, die fangen an zu braten. Machen wir das schön rein. Und jetzt müssen die noch ein bisschen Farbe kommen. Die Kartoffel könnt ihr jetzt einmal probieren, eine. Dann wisst ihr ungefähr, was ihr noch an Salz zu machen müsst. Und dann kommt dazu, wie gesagt, Pellkartoffeln ist einfach, schmeckt am besten. Entweder habt ihr Kartoffeln vom Vortag über. Und wenn ihr irgendwie Bratkartoffeln macht oder irgendwas zum Braten wollt, ich würde mir immer Pellkartoffeln machen. Das ist echt ein großer Unterschied. So, wieder schwenken. Ich sage das in fast jedem Film. Ich habe einen Film da. Da könnt ihr schwenken üben. Und das hilft wirklich. Ich mache das so, wie ich das da zeige, eine Woche lang. Immer 5 Minuten. Oder jedes Mal, wenn ich mal was koche, 5 Minuten lang und das geht dann nachher von alleine. Warum? Wenn ihr so rührt, dann macht ihr zu viel kaputt eigentlich. Was ihr beim Schwenken habt ihr das nicht. Ich hatte das glaube ich auch noch nicht gesagt. Ich habe in der Regel zu Hause, wenn ich Kartoffeln zu Hause habe, vorwiegend eine festkochende Kartoffeln und die eignen sich eigentlich im Prinzip für das alles. Ne, obwohl, wie gesagt, man nimmt ja mehlig kochende halt für Püree und so weiter, festkochende für Bratkartoffeln und den Rest dann so für die Form. Aber ich habe in der Regel immer vorwiegend festkochende Kartoffeln und das geht am besten. So, jetzt machen wir die Zwiebeln mit rein, weil die sind ja nun mal auch nicht so klein. Die brauchen auch eine Zeit. Die Paprika kommt später mit rein. Hier hatte ich noch ein paar kleine Restzwiebeln, die mache ich halt zum Schluss mit rein. Und jetzt braucht ihr halt immer nur reinwerfen. Und ihr seht schon die Menge, das reicht auf jeden Fall für 2 Leute. Und das Essen ist weit unter 5 Euro. Es ist ein günstiges Essen. Und es schmeckt. Wie gesagt, wenn man halt natürlich die Zutaten mag. Ne? So, jetzt können wir das mal ein Ring kleiner, wollen wir uns ja nicht verbrennen, soll ja trotzdem auch die Zwiebeln gar werden. So, jetzt kommt die Salami noch mit dazu, erstmal. Ihr müsst sehen, wie ihr das mit euren Ofen macht, wie heiß der ist oder so. Einmal mal öfter schwenken. So, ich muss jetzt mal eine kleine Kartoffel probieren. Salz ist genug dran. Für die Salami kommt auch noch Salz. Machen wir noch ein bisschen schön Pfeffer ran. Salz und Pfeffer müsst ihr halt eure Menge nehmen. Denkt dran, Salami ist auch salzig. Ein wenig, jedenfalls die hier. Müsst ihr mal sehen, was für eine ihr habt.
Oder freue ich mich drauf. Dann nachher mit dem Klecks Joghurt. Jetzt legen wir den Paprika oben drauf. Dann die Oliven. Dann lassen wir erstmal noch einen kleinen Moment oben drauf, damit das andere alles noch mit anbrät. So, dann schwenken wir das mal wieder schön. Ich will immer aufpassen, dass es schön heiß ist, aber trotzdem nicht verbrennt. Jetzt kommt der ganze Knoblauch und Chili rein. Chili natürlich nur, wenn ihr das etwas schärfer mögt. Und jetzt verbreiten sich die Aromen hier richtig schön. Wir können natürlich auch ein bisschen Rosmarin mit reinmachen oder so in der Richtung, wenn ihr mögt. Aber das ist schon in Ordnung hier. So, jetzt kommen die Peperoni rein und dann kommen noch die Schnauzzwiebeln. Den Rest machen wir nachher noch oben drüber. Oder auch nicht, man muss einmal sehen, wie das Bild aussieht. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich machen wir das so rein. Und jetzt ist eigentlich unsere Herdenpfanne fertig. Nee, noch nicht ganz. Jetzt kommt noch ein bisschen Paprika rüber. So, jetzt probiere ich noch einmal. So, ein paar Schafskäse kommen mit rein, weil das kommt drüber. Dann werden wir uns das jetzt mal anrichten. Voilà. Jetzt kommt hier der Rübe. So, hier haben wir unsere griechische Hirtenpfanne. Bestehen aus Kartoffeln, Paprika, Zwiebeln, Oliven, Knoblauch, Chili, Peperonis, Hirtenkäse. Ich glaube, das war's, ne? Jo. Ich kann nur sagen, und dazu den frischen Joghurt-Dip mit bisschen Zitrone und nur Salz und Pfeffer. Ist noch was Erfrischendes und ich weiß, dass es schmeckt. Also ich habe das Ding schon öfters mal verkauft und wurde immer sehr gerne angenommen. Kann ich nur empfehlen, ist ein sehr günstiges Essen und es schmeckt. Also Freunde, viel Spaß beim Nachmachen, wünsche euch wie immer, euer Ariel und tschüss.
Thank you.